endlich. So, der Chorus macht Feierabend, kommt herbei. Schöner. Der Anblick, Anblick ist doch gleich viel schöner. Und jetzt, sagt sie schon, jetzt wollen wir mal zusehen, ob wir hier nicht erstmal hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate, zum zweiten Teil der Londoner Geschichten sammeln. Londoner Geheimnisse, ich sag mal Londoner Geheimnisse. Das hat gar nicht die Geschichte. Sie es wisst, richtig. Ah. So, der Dieb Ram. Na, der Dieb, das will laufen. Dieb hat, hat hart gearbeitet. Solidarität unter Frau, ihr wisst schon. Also. Ich rede mir schon mal, wieder meine Stimme weg. Das ist geil. So. Was wir machen wollen, ist Londoner Geheimnisse. Wir haben hier ein paar Dinge im The Strand. The Strand. Bei der großen Station. Das ist doch. Da gehen wir hin. Also, The Strand. Große Station wäre hier. Das heißt, da in der Nähe. Ich vermute auf der Seite. Ist etwas. Wir gehen mal hier hin. Go. Sondieren mal die Lage, wie das aussieht. Schlückchen zwischendurch, weil es so lecker ist. Zeitungen und Bücher wurden mit ungeschnittenen Kanten verkauft. Zughersteller verkauft Papierschneider für den Leser im Zug. Konnte außerdem Bücher in die Bahnhofsgeschäften ausleihen. Aha. Und die da zuschneiden? Ja, dann kaufst du ein Buch und musst das selber zuschneiden. Das ist... Yo, Kalimpa, Kalimpa, das wissen wir schon. So, wir haben hier der Gerät stehen. Wollen wir der Gerät mal auf den Buch? Londoner Geheim. Distract. Okay. Ist das wohl aus, das Haus? Seiten dieses Haus hätte. An der einen Seite. Anderes Ding hat es aber. Dann ist das das falsche Haus. Dann müssen wir nicht zu diesem Haus hier hin. War ja wieder mal ganz schlau hier. Der Aussichtspunkt. Meiner. Ich hätte jetzt auch nachgucken können, ob da bei dem anderen Haus nicht auch noch einer ist. Hätte man tun können, habe ich auch nicht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Ja, ich hoffe, dass die Mikrofoneinstellungen hier mal funktionieren. Dass man die Hälfte nicht versteht von der Frage. Wäre doof. Das ist Test, Test, 1. Ob die Dame zuhört. Das sieht da viel besser an. So, wo müssen wir hin? Zu dem Häuslein da müssen. Machen wir den hier. Wenn wir das richtig gesehen haben, müssen wir auf die andere Seite da. Schwupp. Meines, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auf der anderen Seite irgendwo, also ich das Häuslein, das da vorsteht. Ah, ihr. Ist der Stück. Das sieht aber nicht richtig aus. Der Fortschrittslauf. Geheimnisse. Hm. Haus da nicht. Da steht auf jeden Fall nicht Starric Co. dran. Falsch. Noch ein weiteres Haus, das so. Ja, einmal das hier. Das da. Oder halt. Das hier. Anders aus. Schon dieses, der hier. Gerade nur die Frage, von wo schauen wir da drauf? Ja, habe ich das falsch? Hm. Sieht mich.
Bäumen davor. Hm. Nochmal gucken. Das wird jetzt wieder so eine ganz lustige Geschichte hier. Also da haben wir die Station. Davor ein Haus. Ich mag das schwierig, dass hier wieder Nacht ist. Gerade. So. Hier. Ah, den haben wir schon. Genau. Da. Hm. Also da steht definitiv nicht Starring Co. dran. Irgendwo auf der Seite von diesem Ding hier. Die Seite passt auch. Hier runter. Sei denn, das Bild wäre spiegelverkehrt. Okay, wo kann das noch sein? Haben wir noch irgendwo ein derartiges Haus? Ich hätte jetzt ja gesagt, das ist. Dann kann es eigentlich nur das hier sein. Passt aber nicht. Von der Art und Weise her. Das muss im Strand sein. Passt nicht. Ja, wo ist es denn dann? Mal. Ganz genauer konsumieren. Passen würde es, wenn ich hier bin. Das wird passen da so. Schauen wir da mal hin. Weil es so viel Spaß macht. So. Zu euch interessieren. Schaut die Christus jetzt zu oder schaut sie nicht? Das ist, sag mal was. Du hast gesagt, du schaust zu. Darüber. Ja, lass mich da hin. Hörst schon. Kann es schon hören. Jetzt tiefer? Da? Da steht's doch. Ein. Hallo. Untersuchen. Sehr gut. Damit hätten wir dann ein neues Londoner Geheimnis gefunden. Schön. Sehr schön. Okay. 2 von 4 im Strand. Moment. Fortschusslack und dann geheim. Sollen wir weiter suchen? Nee, den haben wir gefunden. Das hier. Eieiei. Okay, ich brauche die Säule und von der Säule. Aha, das sieht nach einem sehr, sehr großen Haus aus mit Säule davor. Gut. Das könnten wir ja wohl finden. Eventuell. Also, eine Säule. Wäre zum Beispiel hier zu das passende Häuslein, das wäre das hier. Da muss es sein. Die National Gallery. Ich würde auch die Säule hier gerade mal nutzen. Das ist ja quasi vor der Haustür. Haben wir doch gerade schon, ne? Quasi vor der Tür. Dann schauen wir mal. Oh, ich bin froh, dass das Internet gerade mitmacht. Ich habe nur wirklich also nur 59 verworfene Frames. Naja, ist ja. So, das da drüben, das müsste der Haus sein, wo der drin ist. Da hinten, um genau zu sein. Und machen wir mal hier den Todessprüngeli. Todessprüngeli. So. Welcome to the National Gallery. Ja, ja, gib mir die auf den Keks. Ja, betrunkene Menschen soll man ja auch nicht ansprechen. Betrunkene Menschen können ganz lustig sein, aber irgendwann wird es halt weg.
So, auf geht es. Funny. Und da hoch. Ich weiß einfach mal, dass es da hinten drin ist. Da so. Weg. Gerade drauf zu. Ja, da hört man das Klimper-Klimper schon. Da fahren wir mal rüber. Darüber nicht. Ivi, das lohnt sich durchaus, da nochmal eben rüber zu. So. Untersuchen. Hallo. Ja. Da wäre der. Wäre der Teil. Oh, da ist eine Mieze. Ist sie noch da? Alter, eine Mietratze. Wie ist sie? Na, Mietzi, danke schön. Ja, süß. Kommt die denn hier hoch? Och. Hey, du. Na, du? Bin der Mann. Ja, das ist ja was. Fortschrittslogbuch. Londoner Geheimnisse. Weil es so schön ist. Okay, in einem Park auf einem Pavillon. Bei einem Pavillon. Man suche Park und Pavillon. Okay. Ihre Park und Pavillon. Und daneben müsste das Haus hier. Man da sieht. Ich würde es einfach mal aus Juxtollerei mal hier probieren. Ne? Oder irgendwo was zum. Nein, hinfliegen. Da geht dann. Sonst noch einen Park mit Pavillon hier. Wäre ein Park, aber ohne Pavillon. Ihr pavillonisiert es sich auch nicht. Müssen wir wohl dahin. Gut. Dann auf sie. Auf sie mit Flügel. Sehr gut. Ivi, machst du toll. Gehen sie runter. Ivi, gehen sie runter, sagte ich. Danke. Auf sie. Au. Dankeschön. Hallo, Paul. Na, wie geht's dir? So, der Herr. Darf ich kurz Ihre Kutsche entführen? Das ist sehr nett. So, Paul, hast du heute schon eine Kutsche entführt? Komm schon! Ja, ich denke, ich bin zum guten Lohn dazu, ne? So, oh, die Straßenlage ist ja wieder mal ganz toll. Mit so russischer Spätpanzer. Ah ja. Na los! Ja! Schneller! Hat sie auch immer gerade so fahren müssen, dass ich da nicht durchkomme, ne? Immer im Querverkehr. Oh, klar. Weiter! Oh, klar. So, Ivi, jetzt komm aus. Auf geht's. Wir reiten ganz schön. Fahren nicht. Na los! Reiten, reiten. Wir reiten. So, hier wäre der Pavillon meines Vertrauens. Hüpf. Sehr schön. Gehen wir rein. Schauen wir, was da los ist. Gegenstand holen ist auch mal gut. So. Sehr gut. Und es ist der falsche Pavillon. Dammit. Dammit, okay. Anderer Pavillon im Park. Da vielleicht. Dann hier. Ich frage, ist meine Kutsche noch da? Kutsche, warst du noch da? Du bist erkältet, das ist schlecht. Aber hey, dann hast du wenigstens Zeit, hier zuzugucken. Juhu. Kutsche. Ah, da vorne steht sie. Okay. Gut, Pavillon Nummer 2 wird abgecheckt. Oh, ihr fährt ja auf den Mann dazu, als wenn sich da den anderen Mann kuscht. Ja. Bitte soll man nicht stehen. Da landen. Das ist wieder, das ist Dusch. Pack mir bitte. Warum? Über das da. Eins mal lang. Der Pfandspiel gerade. Du hast recht. Ey, du merkst schon, ich hab gute Laune heute. Ja. Da ist ja was, da ist. So, Ivi. Ja. Gutes Mädchen. Ivi, dein Ritterlein. Der Welt geht ein. Ach gut. Wo gemein. Gut so. Jetzt sind wir da die Reime aus. Die Bremse, ja, das passt. Es klimpert wieder nicht. Das ist hier der falsche Pavillon. Da fand ich was. Der Pavillon, Pavillone gibt es denn hier?
Strand. Da finde ich was. Wo ist der Pavillon meines Vertrauens? Hä? Also den da haben wir abgecheckt, der ist es nicht. Da steht kein Pavillon. Das gibt's ja. Also, The Strand. Wir waren unten bei dem Pavillon, wir waren dort bei dem Pavillon. Brauchen wir einen weiteren Pavillon? Oben steht. Okay. Machen wir mal auf die Suche. Ist hier noch. Das ist nicht mehr The Strand, okay. Gehen wir mal hier hoch. In viel ist kein Pavillon. Wissen wir, gehen hier hoch. Hier entlang. Das ist da ein Pavillon. Das ist ein Pavillon. Da in der Mitte. Aber auch nicht nach dem, aus dem wir suchen, aber okay. Gehen wir mal an. Denn. Bild nochmal angucken. The Strand. Steht ein Haus. So, das steht. Wir probieren es einfach mal da. Was soll's? Ich hoffe, ich muss morgen keinen Vortrag halten. Ja, wenn du erkältet bist, willst du aber keinen Vortrag halten müssen. Was wären das für barbarische Lehrer, die dich da in dem Zustand für einen Vortrag halten? Obwohl ich ehrlich gesagt ein ziemlicher Fan von Vorträgen war. Ich bin da irgendwie, ich mochte das immer. Vorträge habe ich geliebt, dann ist es gekonnt. Wir wollten eine Kartoffel anlegen, an die Backelava konnte ich schon. Wie du vielleicht weißt. So. Ist hier in dem Park ein Pavillon? Pavillon spielen. Fisch. Fisch. Der Weg falsch ab. Ganz ruhig. Deine Spanischlehrerin schon. Du hast Vorträge. Ah, das ist schon. Ist du nicht? Ich weiß, dass sie da oben sind. Oh. Ist ein Schiff. Schütze mich. Mach mich stolz. Oh, Schiff. Wer schneidet mir die Zunge raus? Okay, wir haben jetzt drei Pavillone. Oh, jetzt haben wir die Leute verscheucht. Nein! Herr Gott, sollte doch die Königin rasieren. Gott, schäfst du. Schon. Meine Güte. Okay, jetzt suchen wir nochmal nach dem richtigen Pavillon. Der Pavillon hier war es. Das ist nicht mehr The Strand. Suchen weiter. Okay, weiter. Wo ist besagter Pavillon? Da bin ich gerade. Da ist noch einer. Doch, der könnte... Oh mein Gott, wie viele scheiß Pavillons gibt es hier denn? Ja, der da. Ich hoffe aber, ich muss Freitag halten. Ah, du, das schaffst du schon. Da gehst du hin, sagst dir, komm, Lady, ich mach das jetzt. Und dann machst du das da hin und dann ist gut. Einfach stolz geschwellte Brust, in stolz geschwellter Brust stellst du dich da hin. Sagst der alten Kette, hey du, alte Kette. Hauptsächlich, weil du alte Kette gesagt hast. Hast aber den Selbstvertrauen. Schon. Komm schon! Hallo! Schneller! Komm schon, Bewegung! Los, jetzt komm schon! Ja! Da darf ich hier mal. Habe ich auch mehr an. So nicht der richtige. Wieder nicht der. Wie viele Pavillone gibt es hier denn?
Da ist noch einer. Da dran. 90 Meter. Können wir zu Fuß gehen? Das können wir ja fast zu Fuß. Machen wir auch. Jetzt zieht eigentlich jeden Fahrwehr ab. Ah, ist er das? Ist der Pavel, der ist. Nein, ist er nicht. Nö, ist er nicht. Wäre ja auch zu schön. Oh, schau dir auf. Das kann nicht wahr sein. Wo, da ist noch einer. Aber wie viele gibt es von den blöden Dingern denn? Auch nicht. Hier schon wieder. Es gibt davon einfach. Oh Mann. Das ist ja lustig. Das ist ja mal richtig. Durch den wir jetzt noch finden. Damit. Also. Den da probiere ich jetzt noch, aber. Ich möchte, es wird nicht schon Erfolg gekriegt sein. Auch nur, weil er hier nebenan ist, ne? Sonst würde ich es nicht machen. Hm, unschön, unschön. Uns keine Landmark gefunden. Der war auch immer alles zu voll und. Und. Ist ja noch eine. Du, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Ja. Ah, nein, ich will das Bild angucken. Londoner Geheimnis. So. Ach, das ist doch vor. Da sehe ich's doch. Das ist vor dem einen Bahnhof. Ey, wenn wir mal genau hingucken. So, wir müssen hier zu diesem Bahnhof hin. Da ist das Ding. Das ist das Ding. Kann ich jetzt auch nochmal hinlaufen. 200 Meter. Komm. Schaffen wir. Ich bringe ungern jemanden um. Bringe ungern jemanden um. Das sagt die Polizist. Ups. Also, Entschuldigung. Wird ihre werte Kutsche, ihr wertes Pferd in der Außenbohrung gehen. Dürfen es sich dort vorne an der Londoner Geheimnis wieder abgeben. Da ist es doch. Da ist es doch. Da sind schon. So. Tag. Sehr schön. Aber ich habe mit The Strand fertig. Sehr gut. Das heißt, Fortress Logbuch, Londoner Geheimnisse. The Strand ist durch, jetzt geht's nach Westminster. In Westminster müssen wir wieder an so einen botanischen Garten ran. An Buckingham. Okay. Sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Geheimnisse. Oh, das sollten wir doch schaffen. Das sollten wir doch schaffen. Schaffen wir da mal. Komm mal her. So. Das wäre dann hier. Irgendwie. Ich glaube, davor. Ich würde sagen, auf der Seite. Oder machen wir nochmal die Overview. Das ist entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich musste mal kurz reingucken. Ob da Gleise rausgehen oder nicht. Sollten da keine Gleise rausgehen, ist relativ klar. Da gehen Gleise raus. Okay. Dann ist es sehr klar. Dann ist klar wie Kloßbrühe. Dann wäre es nämlich. Dann wacht es. Gut, ein Königreich für eine Kutsche, Schrägstrich, ein Schnellreisepunkt in direkter Umgebung. Ach, als wäre es für mich. Rhetorische Nase jucken gehört auch dazu. So, derle. Auf geht's. Haben wir gleich unsere neue Rüstung? Da freue ich mich. Ein kleines. Gut.
soll sie sich unten das Dingeling befinden wollen. Ignorierst du mich? Wie kannst du es wagen? Da steht er. Vor mir gibt es keinen Kommen. Vernünftig vorzufahren. Ach komm. Muss ich jetzt gewalttätig werden hier? Ha, überanstreng dich nicht. Los, sonst kommt doch. Noch jemand ohne Fahrschein? Die Lady. Hallo. Also. Apropos Scheiße, ich hatte übrigens gerade eben richtig geschaut auf meiner PS4, die im Zimmer von meiner Schwester steht. Ich hatte da immer 235 KB Download RL oder sonstiges. Dann ging. Jetzt habe ich aber einen Repeater da stehen und jetzt. Viel besser, okay. Und auch an die Weite halt von dem. Also ich habe meine Konsolen alle über LAN angeschlossen. Einfach, weil ich da sicher sein kann, dass wenn dann das Internet nicht klug ist, dann ist der Provider schuld. Und wenn so der Repeater löst, dann heißt es ja, dass da das Problem So, jetzt machen wir hier mal Chapel. Passt so aus. So. Dann, aber welches die Gebäude ist das? Gebäude? Oder dieses Gebäude? Steht auf jeden Fall ein Dude davor. Wo steht der Dude? Ist hier. Das ist. Da ist es. Eine Kutsche wäre famos. Eine Kutsche wäre. Grundgütiger! Was machst du denn da? Warum verstecken Sie sich da oben? Jetzt komm, lass mich doch. Versteht das nicht? Ich hab doch extra dafür bezahlt, dass die mich. Das. Und tut mir das nicht. Na los! Schneller! So. Wow! Jetzt mal abgebrochen. Entschuldigung! Entschuldigung! Bewegung! Ja! Welche Folge ist das? Oh Gott! 85. Na los! Also, ich komm doch immer nach der 84. Bewegung! Aber wie du ja weißt, ich habe dieses Wochenende quasi nicht geschafft aufzunehmen. Weil die ganze Zeit, was dazwischen kam, entweder war Feuerwehr Bewegung! Oder andere Dinge. Dann muss ich auch noch die ganze Zeit. Das Problem ist ja immer, es hört sich immer so schön, ja, ich habe es nicht geschafft aufzunehmen. Das liegt oft auch daran, dass ich natürlich auch die anderen Folgen auch nochmal rendern, schneiden, Thumbnail machen, hochladen. Das muss ja auch irgendwann mal passieren. Das ist, glaube ich, wird immer vergessen. Weil das ist immer ganz schön. Aufnehmen, dauert das erst noch ein bisschen, bis ich dann dahinter alles fertig habe. Ich kann eine ganze Woche lang nicht aufnehmen und brauche die Woche trotzdem los, weil ich halt die Thumbnails machen muss, weil ich schneiden muss, weil ich rendern muss. Im Zweifelsfall, wenn es ein neues Let's Play ist, Thumbnail komplett neu erstellen, komplette Tags, Beschreibung, alles. Das ist dann viel. Das ist wirklich viel. Wer hat meine Kutsche geklaut? Geht's noch? Hallo? Ist meine Kutsche weg? Ich glaube, mein Schwein tanzt La Paloma. Das geht ja nicht. Falsches Ding. Entschuldigung. Londoner Geheimnis. Westminster. Okay. Ich blicke auf ein Gebäude. Ein U-förmiges Gebäude. Davor ein Balkon. Okay, wir suchen ein U-förmiges Gebäude. Weder hier noch hier. Genau hier und davor steht der Balkon, dann wäre es. Ja. Das wird auch bei SSW so sein. Ja, genau. Genauso wird das sein. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, Layers auf 4 aufzunehmen, ich weiß nicht, wie viele Stunden Spielzeit das Spiel hat. Ich schaffe es vielleicht, 7 Folgen aufzunehmen.
Folge aufnehmen, sind ungefähr 3 Stunden Aufwand. Mal Luft holen, mal Pause machen. Also 3 Stunden für 7 Folgen. Ich nehme üblicherweise 7 Folgen am Stück auf, weil das das Pensum ist, das ich brauche für eine Woche. Danach brauche ich dann die gleiche Zeit nochmal, also nochmal 3 Stunden, alles vorzubereiten. Um alle Videos zu schneiden, das Thumbnail zu machen und so weiter und so fort. Das Hochladen dauert pro Folge ungefähr 1 bis 2 Stunden. Geht auch rum. Meistens Hochladen mache ich während der Arbeit, auch das Rendern selbst läuft, während ich bei der Arbeit bin. Da kein Problem. Das Problem ist eher, jetzt muss ich, ja, wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt gestern angefangen haben, Layers of Fear aufzunehmen. Dann müsste ich 21 Folgen aufnehmen, um genug zu haben, bis Ende meiner Schwedenreise. 21 Folgen sind 9 Stunden Aufnahme. Ungefähr. Plus Renderzeit, plus Hochladezeit, bla bla. Jetzt nehme ich meistens einen Tag in der Woche auf, das ist der Sonntag. Wenn ich 9 Stunden am Sonntag aufnehme, bin ich platt. Dann schaffe ich gar nichts mehr. Ich schaffe meistens eher 6 Stunden Aufnahme. Mehr ist einfach nicht drin. Danach bin ich platt. Danach gibt meine Stimme auf, weil die Stimme irgendwann sagt, nee, ist nicht mehr. Also reicht jetzt, Junge. Hör auf damit. Dann kommt ja auch dazu, dass ich dann halt auch noch andere Sachen vorhabe. Dann, also das ist so das Problem. Wenn ich es aufnehme, dann müsste ich 9 Stunden aufnehmen, nochmal 3 Stunden dranhängen. 3 Stunden reicht dann nicht. Ich brauche dann für nochmal 1 Stunde für alle Videos zum Schneiden und so weiter und so fort. Also du kannst dir vorstellen, was das dauert. Das ist immer so das Problem. Das nächste Problem ist dann, das Wochenende danach, wenn ich aus Schweden wiederkomme, bin ich auch nicht da. Heißt, der Sonntag fällt für die auf. Ach. Oh, Konsolen, warum hast du eigentlich Xbox? Weil sie damals im Angebot war. Ganz einfach Antwort. Ich habe auch eine PS3. Dann kam irgendwann, um welches Spiel ging es dabei? Ich glaube, es ging um... Boah, jetzt lass mich lügen. Es gab 1-2 Spiele, die waren exklusiv Xbox und die wollten wir haben. Ich weiß nicht mehr welche leider. Dann war damals die Xbox mit eben diesen Spielen, mit 3 Spielen im Bundle, war günstig. Ja, es gibt ja auch noch Julia. Das stimmt auch. So, Buckingham. Oh, da habe ich durch. Buckingham. Okay, bei der Holzhütte. Das Ding ist quasi vor den Toren. Machen wir erst das hier vor den Toren. Gut hier. Überrascht. Okay, the Buckingham Palace. The Buckingham Palace vor die Tore. Das da. Hallo. Darf ich da mal hin? Da will ich. Mit der Julia, das ist überhaupt kein Problem. Die hat da ihre Zeit für sich. Macht ja auch gerne mit. Wieder auch gerne mitmachen. Wir wollen ja auch mal wieder was zusammen machen als Let's Play. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das gut so. Alles wohl. Die versteht das auch. Ich will mir aber doch meine Zeit lassen. Also da macht's mal. Weiter. Vorne abbiegen. Okay. Da vorne sollst du das andere Geheimnis. Ganz genau. Lisa. Jetzt sollte doch irgendwo eine Bank steht. Steht hier noch ein Ding weiter. Da bin ich hier komplett falsch. Ja. Man weiß es. Ausfinden. Moment. Ich muss jetzt noch. Ah, nee, das ist ein Seiteneingang. Das ist hier wohl ein Seitenflügel. Das sind 2 Torhäuschen und ein Eingang. Seiten. Ein Flügel an der Seite. Ey, das dann. Oh.
besagter Seitenflügel. Sind quasi zwei Torhäuschen. Ein Tor. Sagt ihr Buckingham. Buckingham ist hier. Geht schon wieder los. Ich würde da mal rumfahren um das Ding. Oder ist das tatsächlich hier drin? Ist das tatsächlich so? Kann natürlich auch sein. Da drin ist. Ich denke über eine Sache, aber ist das online, wirst du dich freuen. Auf welche? Hier? Oh, da drin? Okay, los, ich fahr da mal hin. Bewegung! Weil solche Torhäuschen sind das, oder? Du hast recht. Solche Torhäuschen sind. Langsamer! So schnell! Oder da! Das kann nicht lange gut. Langsamer fahren! Das da könnte es auch sein. Bei Torhäuschen und dahinter das Ding. Hier ist es. Hier ist es. Hi. Krallo. Das war das vorletzte. Dann muss ich noch die Hütte finden. Hier ist eine Hütte, die habe ich aber schon mal abgecheckt im Let's Play. Hier hinten ist noch eine. Ich glaube, die ist es. Das heißt, Gucci. Gucci ist weg. Gucci ist verschwunden. Gucci ist verschwunden. Speichertür. Okay. Da ging einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Bock. Okay, geh jetzt mal Kutsche. Ei. Jetzt schifft er wie in Assassin's Creed Black Flag. Oh yes! Genau so. Gutes Mädchen. Mit Kanonen und so. Das wäre geil. Da freue ich mich wirklich drauf. Weil ehrlich gesagt war das mein Lieblingsfeature in Assassin's Creed Black Flag. Ja. Bei Black Flag würde ich ja eigentlich auch ganz gerne mal streamen, aber macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Oh ja. Ist ja hier nur Sperrgebiet. Ich darf hier doch rein. Wie sind wir jetzt da durchgefahren mit der Sperre? Jetzt kommst du an mit Eindringling, Eindringling? Ich glaub's doch. Entschuldigung. Entschuldigung, sagte ich. Darf ich mal absteigen? Und? So. Aber hier. Klingelt nichts. Falsches Hütchen. Die nächste Hütte finden. Ach Leute, gib mir auch einen Keks. Geht mir doch nicht. Sehr freuen. Gib mir noch nie doch. Klären wir das wie Erwachsene. Willst du das wie Erwachsene klären? Okay, dann machen wir mach das am Boden. Level 1. Ach, komm. Hi. Setz dich unter Druck. Ich stehe euch bei. Ach, komm schon. Wir don't get on my nerves, don't get on my nerves. Ich nehme mir nicht auf den. Nix mir nicht auf den. Hab sie! Du kriegst eine ordentliche Tracht Prügel! Jetzt krieg ich Ärger. Einer muss hier in den Rücken fallen! Oh, drück, oh, drück. Ich kann dir die Rübe wechseln. Da geht's gerade. So. Dieses Jahr kommt noch. Und auch Assassin's Creed Black Flag. Ja, du. Ich muss sagen, das Ende von Assassin's Creed Black Flag ist aber auch.
So, also, wir brauchen eine Holzhütte. Diese Holzhütte wart vor einer... Ist das doch da? Ist das außerhalb vielleicht? Wir suchen eine Säule. Säule wird... Suche Säule abzugeben. Wo ist besagte Säule? Wenn es hier nicht so rot wäre, wäre das richtig geil. Hier hört rot auf. Schluss mit rot. Holz zu dem. Warum keine Säule? Wird nicht mehr zu Buckingham. Buckingham müsste schon hier sein. Und hier war es ja auch. So, wo ist die Säule? Die wäre da. Da wäre eine Säule. Könnte hier sein. Es passt aber auch nicht. Und Moment. Ah doch, die Säule könnte dahinter sein. Aber so weit weg. Okay. Ist auf jeden Fall im Park. Hast du eigentlich schon im PD-Story gespielt? Nein, habe ich noch. Natürlich nicht. Wahrscheinlich. Das Häuschen. Das Häuslein. Let's go. La, 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 la. Lass sie nicht entkommen! Also ich hüpfe jetzt hier über das Ding, dann bin ich weg. Weißt du? Paul, die Story, die Endquest, hebe ich mir natürlich als letztes auf. Ich mache erstmal die ganzen Ulap-Sing-Geschichten und so weiter. Ich mache dann nicht den Schluss vor dem. Oh, ich alles noch fertig. Ja, geht doch nicht. Nee. Das wird schön in richtige Reihenfolge gemacht. Als allerletztes kommt die Endquest. Als allerletztes. Aber das habe ich mir schon so. Das muss. Ich kann dann nicht das Ende spielen, bevor ich das Spiel. Einzige, was danach dann noch kommt, sind dann die DLCs. Die kommen dann danach noch. Bevor wir erstmal alle. Oh, Mädchen. Ach, es klimpert schon. Ist das nicht schön? Es kalimpert. An dem werden wir vorzuhören. Oh Gott. Haben wir. Schon aus Acht! Hab sie! Jetzt kommt er nochmal an. Kommt er. Du gehörst mir! Ich nehme dich aus wie ein Fisch! Mir entkommst du nicht! Ach, jetzt kommt schon! Noch jemand ohne Fahrschein. Untersuchen. Das ist wieder eine Miezekatze. So. Das letzte Dingeling ist gefunden. Oh, ist das schön. Ja, da darfst du mir nichts von erzählen, weil ich kenne halt nicht so viele Enden davon bis jetzt. Also da darfst du mir nichts von erzählen, ne? Schön ruhig verhalten, nichts sagen, ja? Nichts damit enden diskutieren und so, ist nicht. Ja, schneller! Enden diskutieren, hier wird. So, wir müssen zu Ryuges Schatzkammer, da müssen wir hin. Ja! Und da wir das Pferd nicht durchlässt, machen wir so eine schnelle Variante. Wollen wir hier 3 Kilometer fahren, da ausreichend schnell was geht. Nicht wahr? So, Evie, komm. Wir wollen jetzt mal unsere neue Rüstung abholen. Geht so nicht. Ne? Boah, klippert das, ey. Klippert ja massiv. So, wo ist Ryu? Schatz, komm. Da wollen wir hin. Klimpert so laut, ist ja Gehörsturz bei. So, Kutsche ist hier vorne. Kutsche finden wir hier. Ich hab es nicht. Ja, ich habe schon überlegt, mal.
die älteren Assassin's Creed mal zu spielen. Zu streamen auch. Aber du, ich hab so viele Spiele, die deswegen. Hört sich ja alles so schön an, aber man muss auch mal die Zeit finden. Also als nächstes, also wenn ich das hier fertig habe, anders. Wenn ich aus Schweden wieder da bin, werde ich erstmal weiter Life is Strange spielen mit For the Storm. Dann werde ich mal gucken, was ich dann weiter streame. Hat der hier irgendwie. Oh, jetzt kommt. Ne. Aber warum nehme ich wieder den Bus? Der Bus ist so langsam. Der Bus ist so langsam. Ist der Bus. Ganz genau. Ja. Und wir sind ja mit Sicherheit der schnellste Bus in London. Gutes Mädchen. Ruhig, Mädchen. Was? Nur weil er meine Frau fährt, macht sie gleich wieder den Lauten. War so klar. So. Da. Ah, okay. Da wollen wir rein. Videos, Schatzkammer. Wollen wir hier nochmal die Londoner Geheimnisse einlösen? Da steht einstecken. Er sagt mir schon, was ich machen soll. Ja. Dann wollen wir hier mal die ganzen Dinger einstecken. Ja, also ich muss sagen, das Ende von Black Flag fand ich traurig, aber geil. Danach streame ich Origins, weil der Origins wird als Let's Play aufgenommen und halt so die langwierigen Sachen kommen hier hin. Immer mehr geht auf. Irgendwann unsere Rüstung. So. Aha. Einstecken. Das geht jetzt noch ein bisschen so weiter hier. Das ist leider. So musste. So. Okay. Hallo. Einstecken. Ah, man kann die Rüstung schon erkennen. Herauskommen. Gut. Ah, hier nochmal einstecken. Oh. Dann wollen wir unsere neue Rüstung mal aufheben. Meinst du, die haben irgendwo noch eine andere Rüstung? Die hier ist vielleicht etwas eng für mich. Und du siehst etwas lächerlich aus. Ivy. Huges Schatzkammer abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, die Ivy hat jetzt die Ägel. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Das wird mal anziehen. Fortschuss-Logbuch.
Londoner Geheimnisse. Alles erledigt. Sehr schön. Ach, sehr. Ja, genau, das meine ich, aber ich sag nur eins, wenn du für über 90 Folgen brauchst, brauchst du für SEO 150. Ja gut, dann ist das halt so. Da kann ich gut mit leben, muss ich ehrlich sagen. Ich muss immer sagen, ich spiele das halt immer so, wie ich gerne mag. Und das also hat die Chris es recht gehabt, die Rüstung sieht geil aus. Muss ich jetzt mal neidlos anerkennen. Evelyn, weil ich immer noch sagen muss, hier Nachtschatten. Meist das aus hier eine einfach Ivy. Hier, ich muss immer noch sagen, die schaurige Damenmontur finde ich geil. Dann jetzt ne, aber wir tragen jetzt einfach mal die hier. Ist schon echt schön. Ne? Voll Umhänge, was haben wir da noch ein neues hier? Okay. Okay. Da können wir noch einiges kaufen. Muss die Ivy mal an, wie sie jetzt. Ach ja. Hat was. Hoi. Oh, die glitzert so schön. Halt durch. Da. Sehr schön. Gefällt mir gut. Hi ho, hi ho. Wir sind. So. Raus hier. Und. Oh. So. Aber hoch. Oh, Ivy? Warum hast du das jetzt getan? Ach Gott, dann machen wir es anders. Wir gehen mal. Guck mal, wie lange LOF geht. Ja, tu das mal. Geh mal einen schönen Aussichtspunkt hier oben auf den Big Ben. Stellen wir uns mal. Da gucken wir uns um. Und ein bisschen um da oben. Bin ich eigentlich vom Bild und Ton noch synchron? Paul? Mal gucken, weil ich habe schon wieder das Gefühl. Ich habe schon wieder so ein paar verworfene Frames. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob es. Oder mein PC. Ich glaube, mein PC braucht halt dringend mal ein Upgrade. Das wird auch bald kommen, aber da muss ich halt ordentlich Geld für haben. So. Da sind wir. Steht oben auf dem Big Ben. Machen einen Todessprung in dieser geilen Rüstung. Schaut sie euch an. Ist die wunderschön. Da steht sie, die Ivy. Versteckt in ihrer Rüstung. Ah, das sieht geil aus. Da muss ich der Chris das Recht geben. Das sieht wirklich geil aus. Und weiter geht's. Die sieht schon echt schön aus. Sehr gut. Dann würde ich auch jetzt hier, ehrlich gesagt, schon Feierabend machen, weil ich muss was anderes erledigen. Stunde ist geworden, Stunde Stream. Reicht für heute. War ja ein super Überraschungsstream. Wollte eigentlich nur eben das fertig haben. Ja, das machen wir so. Und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns die Woche nochmal beim Stream. Ich kann es nicht versprechen. Wenn ich eigentlich The Strand und Westminster so vom in Sachen Huhn und Coca-Cola noch fertig machen muss. Aber das ist. Ja, muss jetzt heute. Also heute Abend nicht. Ich habe heute das erste Arbeitstag wieder seit Ewigkeit. Ich wollte einfach nur hier die Londoner Geheimnisse fertig machen. Und das haben wir jetzt getan. Und deshalb würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Das hat mich gefreut. Und ja, wir sehen uns dann beim. Au.